Moin Leute. Ja, arbeitsfähig. Ich habe gerade im Radio was gehört. Es ging jedenfalls darum, in Linz in Österreich haben sie in einer Kirche eine Ausstellung gehabt. Da haben sie unter anderem eine Marienfigur gehabt, die gerade gebärt. Irgendwas von so einer modernen Künstlerin da. Ja. Da haben sie jetzt den Kopf abgeschickt. Und das Lustige im Radio fand ich jetzt irgendwie, zwei Sachen. Zum einen schieben sie das auf antifeministische Kreise. Also, ich habe letztens mitgekriegt, was Feminismus eigentlich heutzutage bedeutet. Von der Frauentagsdemo habe ich ein Video gesehen. Da hatten die Plakate mit Tötet alle Männer und nur so ein Zeug. Also Frauenfeminismus ist eigentlich nicht mehr das, was ich früher mal war, um die Rechte der Frauen, sondern die wollen Männer abschaffen. Also da kann ich voll verstehen, dass ich antifeministische Kreise gibt. Ja, von der Figur mal abgesehen, Maria als Gebärende darzustellen, ja, ist vielleicht mal Gag, aber wisst nie. Macht doch, was ihr wollt. Finde ich Quatsch, dass irgendwer den Kopf abzusägen, aber na gut. Das Weitere, was mich besonders lustig gemacht hatte heute, die hatten dann auch irgendjemanden zitiert oder angesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, um was es da genau ging. Aber da ich ein Verschwörungstheoretiker und bekennender Impfgegner, darf man keinen Impfgegner heute sein? Nachdem rausgekommen ist, was die bei der Impfung gespritzt hat, dass da nichts getestet war und so. Ist das da immer noch Verschwörungstheorie, wenn du sagst, du hast dich aus diesen Gründen nie impfen lassen oder sowas? Egal. Eigentlich der Hauptgrund, dass ich heute was aufnehme, ich habe das schon mal vorbereitet, da wollte ich heute Nachmittag eigentlich was drüber erzählen. Ich bring das jetzt gleich. Ist da nämlich wieder eine Sache, die mich ziemlich auf die Palme bringt. Und das wird wahrscheinlich auch Camper, Outdoor-Leute, Waschkräfter gleichermaßen verärgern. Am 14. Juni des Jahres hat der Bundesrat auf Drängen von Niedersachsen und weiteren Bundesländern eine drastische Verschärfung des Messerrechts gefordert. Die Entscheidung fiel als Reaktion auf eine Reihe von Messerangriffen, die bundesweit für Aufsehen sorgte. Es geht um die Änderung des Paragraph 42a Waffengesetz, der bisher feststehende Messer bis zu einer Klingenlänge von 12 Zentimetern und Taschenmesser ohne Einhandöffnung und Klingenarretierung erlauben. Beide Erlaubnisse sollen wegfallen. Vom Führverbot ausgenommen wären nur noch zweihändig zu öffnende Messer mit einer Klingenlänge von maximal 60 mm, 6 Zentimeter. Übrigens, ebenfalls verboten wäre Mitnahme oder Transport von Werkzeugen wie Hämmer, Äxten, Schraubendreher, Sägen, Scheren, Laserpointern sowie allen Gegenständen, die sich theoretisch als Schlagwaffe verwenden lassen. Darunter können neben den in diesem Zusammenhang stets erwähnten Baseballschlägern auch Stöcke und Schirme aller Art fallen.
besonders Pilzsammler und auch Freunde des Grillens hätten mit diesem Gesetz ein großes Problem. Guckt euch mal das Messer an, das ihr immer zum Pilzesammeln mitnehmt. Das wird wohl demnächst verboten sein. Und guckt mal, was uns für Krücken dann noch erlaubt wären. Ich habe leider gar kein Messer. Was dann noch erlaubt wäre. Das kürzeste, was ich in meiner Küche verwende, ist ca. 7 cm lang. Also genau 10 mm länger als das, was mit dem Gesetz dann noch erlaubt wäre. Hier so kurz zu kriegen. Hier mal im Vergleich zu meinem normalen Campingmesser. Das sind die erlaubten 12 cm. Und das ist ja so eine halt kleine 7 cm Kriege. Und mein Messer hier, das ist eigentlich so ein bisschen Kult geworden. Das habe ich mir 1992 mal für einen Campingurlaub gekauft. Ich habe das in Dresden gekauft. Da gab es mal ein großes Messergeschäft in der Waldstraße. Hier konnte man alles an Messern und Ähnlichem kaufen, weil es da so gibt. Das Messer habe ich dann gekauft, da ich es wegen fehlenden Firmenzeichen zum halben Preis bekommen habe. Aber sicherlich wird so ein neues Gesetz nichts bringen. Die ersten Rufe nach einem verschärften Messergesetz kamen auf, als dieser Messerangriff im Januar 2023 erfolgte. Im Zug nach Hamburg. Ibrahim A. hatte am Nachmittag des 25. Januar 2023 in dem Regionalzug auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg ein Küchenmesser gezogen und damit unvermittelt Fahrgäste angegriffen. Eine 17-Jährige und ihr 19 Jahre alter Freund starben. 4 weitere Fahrgäste wurden teils schwer verletzt. Der Täter wurde schließlich von Fahrgästen überwältigt. Dieser Ibrahim wollte sich rächen, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Glaubt irgendjemand tatsächlich, ein Verbot würde helfen? Und jemand, der sich rächen will, würde sich dann überlegen, ach Scheiße, das ist ja verboten, ein Messer mitzunehmen. Und da würde ich seinen Plan fallen lassen. Im Ernst? Na gut, es war, glaube ich, auch nicht allgemein verboten, in die Tower des World Trade Centers zu fliegen. Und nachdem dann 2 Flugzeuge reingeflogen sind, ist es nicht wieder vorgekommen, weil das sicherlich nach 9/11 dann verboten war, mit Flugzeugen da reinzufliegen. Und keiner klaute danach mehr ein Flugzeug und flog da hinein. Durfte man ja nicht mehr machen. Wenn es so einfach wäre, würde ich ein Messerverbot zwar bedauern, aber trotzdem gutheißen. Aber in diesem Fall trifft es doch mehr oder weniger nur die normalen Bürger, die einfach nur mit einem Bier und einem Messer am Grill stehen wollen. Ob ein solches Verbot etwas bringen könnte, wurde ja auch schon getestet. Großbritannien hat über mehrere Jahrzehnte hinweg die Gesetze zum Führen von Messern kontinuierlich verschärft. Trotz dieser Maßnahmen blieb der Erfolg aus und die Zahl der Gewaltstraftaten stieg weiter an. Letztendlich erkannte man, dass Gesetzesänderungen zwar das Leben gesetzestreuer Bürger stark beeinflussen, Straftäter jedoch diese Verschärfungen genauso ignorieren wie alle vorhergehenden und zukünftigen Vorschriften. Auch Dänemark versuchte vor einigen Jahren den Anstieg der Gewaltkriminalität durch strengere Waffengesetze zu verhindern, musste jedoch letztlich einen Misserfolg einstehen. Als Konsequenz
wurden vor 2 Jahren fast alle Beschränkungen für das Führen von Messern aus dem Waffengesetz gestrichen. Seitdem ist kein Anstieg der Gewaltkriminalität mit Messern zu beobachten. In Österreich gibt es im Waffenrecht keine Beschränkungen für Einheimische und Touristen hinsichtlich des Führens von Messern. Trotzdem ist die Gewaltkriminalität prozentual zur Gesamtbevölkerung fast 5-mal geringer als in Deutschland. Es gibt eine Petition gegen das Verbot. Tragt euch dort bitte mal ein, wenn ihr auch dagegen seid. Und weiter gerne ein großes Messer beim Grillen verwenden wollt. Den Link blende ich hier unten ein und schreibe den auch in die Videobeschreibung. Danke.